Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf YouTube. Mit gerade ein spontanes Intro, wie ihr wahrscheinlich oben am Titel schon gesehen habt. Geht's heute zum Fußball, Bundesligaspiel. Dortmund gegen Freiburg. Ich bin spät dran, gerade eben geparkt. Bin jetzt auf dem Weg zum Stadion. Wie es vielleicht, maybe kann man es sehen. Ah, man sieht es so ein bisschen. Ja, aber auf jeden Fall die absolute Vollkatastrophe nach der Arbeit. Sofort los und trotzdem gefühlt zu spät. Aber es sollte einigermaßen pünktlich sein. Wir haben jetzt, müssen wir gucken, wir haben jetzt 20 nach 7. Spiel fängt 20:30 an, also sollte einigermaßen klar gehen. Genau, ich habe richtig geile Plätze organisiert bekommen. Erste Reihe, Mittelfeldlinie auf der Höhe, also sollte auf jeden Fall richtig geil sein. Mit einer mega nice View. Deswegen Kuss geht raus an Dwayne. Ich weiß, du wirst das Video sehen. Danke, dass du die Karten geklärt hast, sehr korrekt. Und ja. Hier zum Stadion und dann gibt es gleich schon mal ein Update. So Leute, ich bin jetzt am Stadion angekommen und hier fährt gerade auch noch der Bus vorbei, der wahrscheinlich die Spieler vorhin abgelassen hat. Ja, bestimmt hört man kein Wort, was ich sage, es ist so unglaublich laut hier. Ich bin auf jeden Fall jetzt gerade am Stadion angekommen, bin jetzt auch direkt hier schon vom Eingang Nordost und ich werde jetzt reingehen. So Leute, ich bin jetzt im Stadion angekommen, beziehungsweise wir sind im Stadion angekommen. Wir haben es geschafft, uns zu connecten, Dwayne ist am Start, wir haben uns jetzt gerade auch schon ein Bierchen geholt. Und wir gehen jetzt zu den Plätzen und dann zeige ich euch mal unsere View. Dwayne hat nicht so viel versprochen. Leute, guckt euch unsere Plätze an. Da vorne ist, boah Junge, die Süd sieht auch schon wieder so geisteskrank aus. Alter Falter. Was sind das für insane Plätze, Leute? Das ist so krank, wie das Süd einfach die Freiburger ausbildet, das ist nicht mehr normal. Moin, Alter, Ball von Niklas. Komm, Ball, du, zeig mal, was du kannst. Thank you.
natürlich auch nicht fehlen. Erstmal gegen die DFA schießen. Da ist Marco, Jamie, Lücke, da vorne ist Emre. Schaut mal auf die Tafel. Ohne Witz, seit Minute 35, 36 sind die protestiert. Fast 10 Minuten Schweißkratzzeit. Irgendwelche Tennisbälle oder so auf dem Platz. Das kriegt man im Fernsehen gar nicht so mit. Das ist echt geisteskrank, was die Süd da raushaut. So, Halbzeit, 2-0 Dortmund. Absolut geiles Spiel, macht richtig Bock zu gucken und absolut verdiente 2-0 Führung für Dortmund. So Leute, es ist gerade Halbzeit. 2-0 für Dortmund, absolut verdient und es ist wirklich so ein geiles Spiel. Ja, macht absolut Spaß zu gucken. So, es ist soweit. Brandt, Hummels, Mokoko, Holz, Hancho macht die Schwarm. Ich hoffe, ihr seht Jane heute noch. So, erster Wechsel für Dortmund. Jamie geht runter vom Platz. Und Jule kommt. Let's fucking go! Geil!
Und es ist soweit. Jaden kommt. Das erste Mal, dass ich Jaden live sehe. Geil. Marco geht runter, Matzen geht runter und Enve geht auch runter. Und da ist der Mann. Leute, ich melde mich aus dem Auto wieder zurück. Sorry für den harten Cut erstmal. Mein Handy ist leider kurz nach der Einwechslung von Jadon Sancho ausgegangen. Es war aber auch schon die 85. Minute. Das heißt, ihr habt nichts mehr Spannendes verpasst an der Stelle. Dortmund hat verdient 3:0 gegen Freiburg gewonnen. Es war wirklich ein unglaublich geiles Spiel. Für mich persönlich auch ein sehr geiles Erlebnis, weil ich saß noch nie in der ersten Reihe. Ich war noch nie so nah dran an den Spielern. Das war wirklich ein sehr geiles Erlebnis. Grüße gehen auch nochmal raus an Dwayne, wirklich sehr korrekte Aktion, ich weiß, du wirst das Video sehen, ehrlich Bro, sehr korrekte Aktion, danke, dass du die Karten so kurzfristig organisieren konntest. Und an der Stelle beende ich auch den Vlog, ich werde mich jetzt gemütlich auf den Weg nach Hause machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, dass auch ein paar geile Aufnahmen dabei waren. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, vergesst bitte nicht ein Like da zu lassen, abonniert meinen Kanal und Leute, schreibt mir auch mal bitte in die Kommentare, ich brauche euer Feedback. Was hat euch gut gefallen, was war schlecht, das war mein allererster Stadion-Vlog, ich hoffe, es war einigermaßen in Ordnung. Ich werde versuchen, in Zukunft häufiger solche Videos zu machen, wir sehen uns beim nächsten Mal, peace out, ciao, ciao.